Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, Umgang mit einer CSV-Datei. Als Besonderheit können in Calc CSV-Dateien Comma-Separated Values, Komma-getrennte Werte, geöffnet und gespeichert werden. CSV-Dateien sind Textdateien, die jeweils die Werte aus den Zellen eines Tabellenblattes enthalten. Jede Zeile einer CSV-Datei steht für eine Zeile der Tabelle. Komma, Semikolon oder andere Zeichen trennen die einzelnen Zellen innerhalb einer Zeile. Hier sind es Kommazeichen. Als Beispiel hier die erste Zeile mit den Werten ABC, dann die zweite Zeile mit 10, 40 und 50 und die dritte Zeile mit 30, 20 und 7. Und das wurde gespeichert als Datei bsp.csv. Text wird von Hochkommata eingeschlossen. Zahlen haben keine besondere Kennzeichnung. Öffnen und Speichern von CSV-Dateien. Öffnen einer CSV-Datei. Zum Öffnen einer CSV-Datei in Calc gehen Sie wie folgt vor. Im Menüpunkt Datei öffnen, die gewünschte Datei suchen. Hat die Datei die Endung CSV, die gewünschte Datei wählen und öffnen anklicken. Hat die Datei eine andere Endung, zum Beispiel TXT, die gewünschte Datei wählen im Feld Dateityp, das ist hier unten. Text CSV wählen, wählen und dann öffnen anklicken. Und zwar hier ist es Text CSV. Das ist hier nicht notwendig, da die Datei schon die Endung CSV hat. Also einfach nur nach CSV suchen. Und da ist die Datei, anklicken und öffnen. Im Dialog Textimport die zutreffenden Trennoptionen auswählen, um den Text in Spalten aufzuteilen. Im unteren Teil des Dialogfensters wird eine Layout-Vorschau gezeigt. Durch Rechtsklick auf einen Spaltenkopf in der Vorschau können die Einstellungen für die gewählte Spalte bearbeitet werden. Okay, ein Klick auf OK öffnet die Datei. Dann Speichern einer CSV-Datei. Zum Speichern einer CSV-Datei gehen Sie wie folgt vor. Im Menüpunkt Datei, Speichern unter, Verzeichnis wählen und im Feld Datei Name den gewünschten Namen eingeben, zum Beispiel BSP. 2. Im Feld Dateityp Text CSV auswählen und auf Speichern klicken. Text CSV und auf Speichern klicken. Im folgenden Fenster aktuelles Format beibehalten anklicken. Also das hier Text CSV Format. Im Fenster Textexport die gewünschten Optionen wählen und OK klicken. Wenn es dir geholfen hat, mach ein Abo. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.